Hallo Leute zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Part von Kingdom Hearts 358 Tage. Im letzten Part haben wir zwei Missionen erledigt. Eine war, ja, das war okay. Das hatte war, wo ich schon wieder dachte, das Spiel ist fast asozial zu mir, aber dann war es doch wieder nett zu mir. Und dann haben wir 20 Tage durchgeschlafen, sind hier. Und haben erfahren, dass alle tot sind, die in dem Schloss des Entfallens waren. So, bin in den Vorbereitungen und mach dich auf den Weg. Was kriegen jetzt wieder für ein Blödsinn? Vernichte die Schattenflecken. Twilight Town wurde von Schattenflecken überrannt. Sie werden zwar momentan als harmlos angesehen, aber sie weiter vordringen zu lassen, könnte schwerer und unvorhersehbare Folgen haben. Zerstöre sie bei Sichtkontakt. Info. Schattenflächen nehmen an gut verborgenen Orten Gestalt an. Suche sorgfältig. Vernichte die Schattenflecken. Eisenäte, Abwehreinheit. Oh. Ich drücke den noch weg. Hier gibt es zwei Kisten und ich habe einen Gastabwehr, aber ich habe es voll vergessen. Du magst dich aber nicht melden. Was ist das denn für... Das schaut irgendwie eklig aus. Mann, ist die bei Oogie Boogie. Oogie Boogie. Was? Ich dachte, das sind so kleine komische Dinger. Oh. Brabbelbla. Ach ja, ich habe ein neues Schwert. Das heißt, glaube ich, Einsamkeit. Und wir haben ein bisschen mehr Leben. Und so machen wir auch gut Damage. So. Da ist so ein komischer Fleck. So. Ja. Es ist die S. Wo? Ich habe einen Fleck übersehen. Also oben. Ich bin genauso gut im Springen wie in Kingdom Hearts 1. Ich springe einfach mal 10.000 Mal drüber. Boah, er hat Saltos in der Luft gemacht. Er sieht aus wie Sternentreue fast. Ich finde schon. Was? Ich hasse Mayonnaise. Muss ich euch zuerst vernichten? Jetzt geht das nicht. Richtig. Oh, wieder welche. Man sieht schon, dass sich der Level-Chip was gebracht hat. Wir sind schon Level 9 und machen voll viel Damage. Ich finde es voll geil, dass er so Saltos macht. Das ist voll awesome. Einen Ball zu schlagen. So. Ja, tut mir leid, ich verstehe dich halt ein bisschen weniger, weil ich die Musik auch noch. Was kommt da am Boden herumgeschlichen? So. Naja. Oh, ein Abzeichen. Lala. Qual. Das ist so sozial. Mann. Ich habe hier irgendwo noch einen gesehen. Ich weiß aber nicht, wo der ist. Hallo? Nein. Hallo? Echt? So. Da unten steht eh wieder aus. Ich dachte, das sieht ganz anders aus. Ich habe bei Kingdom Hearts fixiere ich mich aber nur auf einen. Och, den mag ich nicht. Was ist das überhaupt? Haben sie da ein bisschen verlaufen? Soll ich darauf kommen? Kann ich fliegen oder was?
Ich wollte aber fliegen. Hör auf, das Land zu visieren, Roxas. Das andere. Ach, lass mich doch in Ruhe. Wie denn? Ich habe aber keinen Blitz. Ein Feuer. Hey, es regnet Blumen! Ja. Okay. Hör auf. So, von wo bin ich gekommen? So, wir gehen jetzt mal da lang. Ich hoffe, dieser Böse ist nicht da. Den mag ich nämlich nicht. Bei der einen Mission war dieser Böse da. Hat mich getötet. Ja, dieser, weiß nicht, der schlechte herum und so. Ganz am Anfang. Ich hoffe, der ist da nicht da. Der ist da hinten in der Ecke gewesen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht da. Ja, vor dem habe ich Angst. Der ist mir sogar sehr viel Rot lieber. Dim. Ich dachte schon. Kekse! Oh. Mein Rucksack ist wieder voll. Muss ich ins Pokémon? Soll ich darauf kommen? Sonst. Will ich mal die Kamera drehen lassen? Nur auf das anzuvisieren. Lass das! Roxas! Da. Ja, ja. Ich habe nie gesagt, dass ich gut bin. Nee. Doch bin ich eigentlich. Zuerst mache ich das da kaputt. Ich will jetzt das kaputt machen. Was bist du denn? Super. Komm nie wieder. Okay, ich muss ihn hier alle holen. Ja, lalalala. Ich kann sie nicht, das ist voll mein Rucksack. Es ist luftig. Und ich habe außerdem welche. Wo bin ich gekommen? Geh weg. Ich mag aber nicht. Mir zu anstrengend. Ich höre ihm nicht auf. Ich höre halt nicht gern auf Zexion. Kann ich anvisieren? Ich hab's geht. Au! Auf mich zu schlagen, das tut weh! Nicht kitzeln, kitzel Roxas! Wenn du gerade auf dem Bildschirm und machst, kille, kille, kille! Mein Bildschirm! Das ist mein Trinken! Das hat Dreck.
Nein, meine Mama hat es gekauft, nicht du. Achso, da kann ich hier runtergehen. Einheitszeichen. Brom, brom, brom. Ich wollte den hinteren abschießen. Roxas hat ihn entvisiert, nicht ich. Kamera. Nein, ich bin Roxas. Ja. So. Ich kann über Zäune springen. Hier oben ist auch noch einer. Wenn ihr angezeigt auf der Karte. So. Hey, sagt mir gar nichts. Ja, auf mich herumzufliegen ist näher. Da hat schon ein X drauf. Ich habe ein X. Ich komme nicht mehr rauf. Ah, doch, wow. Hätte ich nicht gedacht, Roxas. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich niemals von dir gedacht. Ich spring da rauf. Danke. Musstest du das verschreien? Schreien, das war deine Vergehrte. Bist blöd. Ja. Hör auf mich, steh nicht zu kissen, ich brech dir gleich den Finger. Jetzt lass es! Ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster. Mein Trinken! Kauf dein eigenes! Du hast mir auch gesagt, ich darf den Eis nicht trinken, also bitte! Nachdem du drei Flaschen geleert hast. Wirklich? Mach, wenn du es so lustig findest. Ja, springe. I'm hanging around. Doch. Aber wenn du lachen musst, dann mach's doch besser. Ja, das ist mit Knödel. Nee, das ist wirklich. Danke. Sehr still. Ja, niemand hat deine Meinung gefragt. Nom nom nom.
Ich gehe jetzt wieder. Spawnen die vielleicht neu? Ach, ich mag nicht mehr. Das ist voll mies. Die sind so positioniert, dass ich da nicht hinkomme. Ich finde es doof, dass man da nicht ins Menü rein kann. Ja, zum Ausrüsten und sowas. Ja, und was ist, wenn ich davor aufs Klo muss? Ja, aber wenn Roxas aufs Klo muss, hat er kein Klopapier mit mehr. Warum? Ist denn nicht da unten auch noch einer? Achso, nein, der hab ich schon getötet. Nö. Ja, das da. Ach, ich lasse es einfach. Das bringt. Hör auf den zu visieren, danke. Ich lasse es einfach, das bringt sich ja nichts mehr. Ich nicht. Geh weg, du Betrachter, betracht den anderen. Wo bin ich? Twilighton ist verzwickt und verwirrend. Den Kern nicht. Der wurde verlaufen. Ich mag Halloween Town mehr. Muss da runter, oder? Ja, mich auch nicht. Oh. Ich will wissen, was das da ist. Ach so. Ja, wir. Ich hab's nicht gesehen. Hey, Roxas. Axel? Axel? Das ist Axel. Ja, das ist Axel. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Axel? Aber ich dachte, du wärst gestorben. Das ganze Team wurde doch ausgelöscht. Ja, von ihr. Korrektur. Die Schwächlinge wurden ausgelöscht. Nein. Nicht Laxene. Ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Hat er gerade geheult oder was? Bist du meine Frau oder was? Sorgen? Netter Versuch, so ganz ohne Herz zu füllen. Memorized. Warte hier. Ich kaufe ein Eis. Uns ein Eis. Fuck. Ich will ein Eis haben. Du hast erst Eis gegessen. Es war aber kein mehr als Eis. Nom 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 nom. Ich muss zum Boss, sonst macht er mich fertig. Weil ich meinen Urlaubsschein nicht ausgefüllt habe. Du bist noch nicht zum Schloss zurückgekehrt? Und warum bist du hier? Um Eis zu essen, natürlich. Ich dachte, haut das Eis. Um den Armen zu wählen. Ich brauche etwas Zeit, um meine Gefühle zu warten. Ich weiß die Gefühle, die ich nicht besitze. Ich dachte gerade, wieder das Eis zu wegschmeißen. Eis weiter. Was auch immer. Herr, ich habe kein Herz. Ich heiße Axel. Was geht dich das an? Hahaha.
Hey, dein Eis schmilzt. Ist auf. Danke. Warum hast du Danke drauf? Oh, Junge, Eis. Warum siehst du mich nicht so gut auf den Blick an? Weißt du, ich habe Xion öfter hierher eingeladen, während du weg warst. Was? Ersatz? Nein! Xion? Was? Betrügst mich? Wirklich? Warum? Ich ändere mich für dich. Ja, ich habe ihr versprochen, wir drei würden Eis zusammen essen. Wenn du zurück bist, ein bisschen die Satzstellung verändern und dann passt das schon. Sie und ich sind jetzt Freunde. Mission? Geschafft? Danke. Quatsch gelesen. Quatsch, was würdest du kriegen? Warum ich? Weil du immer am Quatschen bist. Die Veränderung. Ja, du veränderst dich mit dir. Hi. Warum hast du dich nicht gemeldet? Ich aufhöre so. Hey, Frau. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Vielen Dank für die freundlichen Worte. Ich habe gehört, dass Namen ihn vermisst wird. Ja! Kaum ist sie hier, ist sie auch schon wieder weg. Ich wusste gar nicht, dass sie rausgekommen ist. I'm so flattered. Von wo rausgekommen ist? Das wirst du gar nicht wissen. Ich hoffe, du hast auch alle Räume durchsucht. Ja, hab ich gemacht. Das ist ein Scherz, oder? Sehe ich aus wie eine Putzfrau? Ja. Ja. Es wäre wie Staubkörner mit einem Staubsauger aufzusaugen. Staubkörner in einem Gebäude voller niesender Leute zu zielen, meinte ich natürlich. Wie auch immer ich auf solche Vergleiche komme. Was ist mit der Kammer? Hast du sie gefunden? Komm schon, das hätte ich dir doch erzählt, wenn ich die Besenkammer gefunden hätte. Nein, ich meinte nicht die Besenkammer, sondern die leuchtende Kammer. Das muss ich dir lassen. Du hattest recht, bei Luxia, den Verrätern, wusstest du genau, was los war. Oh, mein Luxia! Ja, gut. Ich habe nur einen Ort gefunden, an den ich alle, die im Weg waren, schicken konnte. Das Schloss des Entfallens. Warum hast du dann mich hingeschickt? Weil schön zu wissen, wo ich stehe, Mann. Punkt, Punkt. Ich weiß, dass ich ein Mann bin, danke, auch wenn ich lange Haare habe. Was soll das jetzt heißen? Bist du in einem Stück zurückgekommen oder nicht? Nein. Eine Strähne von meinen Haaren ist abgerissen. Ich habe Zexion erledigt. Nicht Zexion! Denn er hat ein Buch. Pornografisches Buch gelesen. Was hast du gerade gesagt? Das wolltest du doch, oder? Ich richte mich nach dir. Vorerst. Hey, Roxas. Warum Zexion? Jetzt weiß ich nicht, wie man seinen Namen ausspricht. Das war Spaß. Hey, stell dir vor, heute soll ich zur Strafe mit dir zusammenarbeiten, du scheiß Kitty. Das würde Axel nie sagen! Ich würde sagen Kino. Was? Wieso ist das eine Strafe? Ich dachte, wir sind Freunde! Tja, weil ich für dich mein ganzes Geld für blödes Eis ausgeben muss. Die wissen, wie sehr ich Babysitten hasse. Kitty. Oh, vielen Dank! Würdest du die umbringen, mir mal einen Tag freizugeben? Sieh dir mal meine Augenringe an. Die sind schon ganz rot und spitz. Ja. Okay, komm. Partner. Bin gleich hinter dir. Ich muss noch schnell aufs Klo. Und einkaufen gehen und Essen machen und ja. Und einem meinen Bericht lesen. Roxas Tagebuch, ich muss aufs Klo. Ah, ich scroll immer zu weit. Jo. Nach der Arbeit ist Axel aufgetaucht. Einfach so, aus dem Nichts. Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich dachte, wir hätten ihn verloren. Wir sind zum Uhrenturm gegangen und haben uns unterhalten. Ich habe ihm von Xion erzählt. Jetzt geht's mir besser. Weil ich jetzt auch gegessen habe. Ich finde es. So, was habe ich denn da verbraucht? Ich glaube, ich hau da mal einen Liter rein. So. Also ich habe gar nichts verbraucht, ich Dodel. Ich habe nur ein Feld dazu gekriegt. Okay.
ich würde sagen, das war's mit diesem Part von Kingdom Hearts 3 und 58 Tage. Im nächsten Part gehen wir mit Axel wieder auf Mission. Yay! Ich mag Axel. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Got it memorized.